Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Blade & Souls habe ich ja aufgehört gehabt, weil ja, irgendwie war die Luft draußen und das würde ich einfach mal weitermachen mit einem weiteren MMO. Ein MMO, das ich schon sehr viel gespielt habe. Naja, sehr viel kann man es jetzt auch nicht sagen, aber auf jeden Fall, ich habe schon ein bisschen gespielt gehabt und mal ein bisschen leiser machen. So. Damals, als es noch Abo-Spiel war. Und ja, irgendwann habe ich dann aufgehört gehabt mit meinen Freunden zusammen, weil von der Klassenfertigkeit hat es dann mir nicht mehr so gefallen. Ich habe einfach zu lang wahrscheinlich gespielt gehabt. Und dann kam noch die Free-to-Play-Umstellung, wo sehr, sehr viele Sachen gesperrt waren. Wobei für mich war das kein Problem. Mit den ganzen Kartellmünzen, die ich durchs Abo erhalten habe, habe ich mir ziemlich viel freigeschalten. Aber ja, war dann trotzdem so ein bisschen, dass dann hier auch die Luft draußen war. Aber das ist schon lange her. Und mich würde das Spiel mal wieder interessieren, was sich alles so geändert hat und alles. Und da würde ich einfach gerne mal mit euch zusammen dieses Spiel mal spielen. Das hier ist auch neu, das, oder, beziehungsweise ich kenne das nicht so. Der legendäre Status, der wird freigeschaltet, wenn man alle Story-Quests, also von jede Klasse hat eine eigene Story-Quest. Und wenn man da alles durch hat. Wie ihr seht, ich habe bisher von 8 Klassen, habe ich nur eine einzige abgeschlossen gehabt. Und bei ein paar war ich relativ nah dran, bei ein paar irgendwo in der Mitte oder wie auch immer. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls würde ich das ganz gerne mit euch spielen. Und dazu natürlich auch einen neuen Charakter anfangen. Und ich bin echt gespannt, was sich erst alles geändert hat, wie es sich jetzt mittlerweile spielt. Hier gibt es noch Filmsequenzen hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir schauen die mal an. Ich hoffe, das ist kein Spoiler. Aber ich habe mal vorher mal so einen Charakter mal erstellt, um zu schauen, wie das Ganze nochmal funktioniert. Um einfach mal kurz reinzuschauen. Und da ist diese Filmsequenz nicht abgespielt worden. Von daher starte ich jetzt einfach mal alle diese Filmsequenzen. Dann schauen wir uns die erstmal an. Und ich hoffe, damit spoilere ich nicht zu viel. Aber egal, machen wir es einfach mal. Genug ist genug. Die Republik ist die einzige Hoffnung auf Frieden in der Galaxis. Sie darf nicht fallen. Doch das Sith-Imperium vernichtet alles, was seinen Weg kreuzt. Der Feind kennt keine Gnade. Wenn wir ihn nicht aufhalten, ist alles verloren. Bei diesem Krieg geht es nicht um Politik oder Ressourcen. Wir kämpfen ums Überleben. Um unsere Freiheit. Für die Republik! Sie!
jedem Kampf lichten sich unsere Reihen. Und die Überlebenden zahlen einen hohen Preis. Aber wir wissen die Macht auf unserer Seite. Wir werden niemals aufgeben. Und wir sind nicht allein. Die lange Nacht ist bald vorbei. Ja, sehr schön, finde ich. Ich habe gar nicht gesagt, was wir spielen, das habe ich irgendwie vergessen, aber mittlerweile solltet ihr das auch gesehen haben, und zwar Star Wars The Old Republic. Das Spiel spielt, ich weiß gar nicht, 3500 Jahre, glaube ich, so um den Dreh rum, vor dem vierten, also vor dem ersten Star Wars Film, also eigentlich vor Episode 4, also den allerersten, den es gegeben hat. Also Episode 4, genau. Davor spielt es ungefähr. Und es zählt mittlerweile nicht mehr zum Kanon. Soweit ich weiß jedenfalls. Das heißt, alles, was hier so gezeigt wird oder was man hier sieht, heißt nicht unbedingt, dass es im aktuellen Kanon von Star Wars noch dabei ist. So viel kurz da dazu. Der Trailer hat mir schon sehr gut gefallen, aber den kenne ich. Ich glaube, das sind tatsächlich keine Spoiler-Dinger. Wir nehmen jetzt mal Getäuscht noch. Dann schauen wir den noch an. Darum sind wir hier. Wir treffen den Feind ins Herz. Treiben ihn an den Abgrund. Der Plan des Imperators steht. Unsere Verbündeten sind stark. Die Jedi jagten uns, verbannten uns in die dunkelsten Ecken. Sie wären uns für immer los. Aber jetzt... endlich... sind wir zurück. Unser Hass nährt uns, bis die Republik in Trümmern liegt. Jo, das war der Trailer 2, auch den kannte ich schon. Schauen wir noch, was Rückkehr ist, an. Machen wir heute einen ziemlichen... Die Geburtsstätte der Sith.
Wir glaubten, vom Imperium seien nur noch Ruinen geblieben. Ich schwöre es. Ich hatte keine Ahnung, was in den Kisten war. Ich bin unschuldig. Ihr habt Pfiff-Artefakte geschmuggelt, Captain. Na schön, dann behaltet sie einfach. Aber gebt mir mein Schiff zurück. Nicht umdrehen. Ich inspiziere nur die Truppen. Satil, was ist? Ich spüre große Dunkelheit. Das Sith-Imperium ist zurück. Wir müssen die Republik warnen. Unsere Fähren sind viel zu langsam. Tja, ich weiß, wer das schnellste Schiff im Sektor hat. Stationsverteidigung umgangen. Alle Mann evakuieren. Achtung! Noch fliegen. Es ist nicht hübsch, aber hält was aus. Captain, macht das Schiff klar. Das ist unser Kampf. T7, die Ionenkanonen! Satil, dich erwartet ein anderer Pfad. Ugh!
sind entkommen, Meister. Ihr habt versagt. Nein, Malgus. Das hier hat gerade erst begonnen. Ja. Nach 1000 Jahren ist Korriban wieder in unseren Händen. Willkommen zu Hause. Ja, was ich sagen wollte, machen wir heute eine ziemliche Semantik-Schau. Und das sieht man auch sehr schön in den Semantics, die ganzen Klassen, die es gibt. Das finde ich echt klasse gemacht gehabt. Dann haben wir noch 2 Stück, dann schauen wir uns Opfer an und danach Verraten noch. Und dann geht's an die Charaktererstellung. Ein Mann kann alles erreichen, wenn er bereit ist, Opfer zu bringen. Deine Geburt besiegelt einen feierlichen Bund. Du wirst nichts besitzen. Dein Anrecht ist der Staub unter deinen Füßen. In der Finsternis ist der Ehrgeiz dein einziger Leitstern. Die Eide, die du schwörst, die Versprechungen, die du gibst, sind allein deine. Freiheit sind die Schlachten, die du schlägst. Dein Geburtsrecht, die Verluste, die du erleidest. Komm mit mir, mein Sohn.
Ja, das war eins von dem, von der Erweiterung oder DLC oder wie auch immer. Das kannte ich jetzt auch noch nicht. Das nächste werde ich wahrscheinlich auch noch nicht kennen, aber schon sehr, sehr cool gemacht. Schauen wir uns noch das nächste an. Verraten.
Also dazu muss man sagen, also das war wirklich der härteste jetzt. Puh. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja. Gut, die ganzen Cinematics haben wir durch und die Hälfte der Folge haben wir auch durch. Ja. Wie ich schon sagte, eine ziemliche Cinematic-Folge heute. Da werden wir wahrscheinlich nicht viel dazu kommen, irgendwas zu spielen, aber gut. Ich fand, das war ein schöner Einstieg, um ins Spiel reinzukommen. So, wir werden einen neuen Charakter erstellen. Damit kriegt man, glaube ich, einen Stufe 65 Charakter. Okay, das geht natürlich jetzt nicht. Fallen Empire geht auch nicht. Könnte man theoretisch, wenn man ein Abo hätte, einen 60er Charakter gleich erstellen und das alles andere überspringen quasi. Aber wir wollen ja eh von vorne anfangen mit The Old Republic. Auch wenn ich auf den anderen durch den Trailer jetzt sehr, sehr gespannt bin, aber fangen wir einfach mal von vorne an. So, wir haben die Möglichkeit, uns den der Republik anzuschließen oder uns den Imperium anzuschließen, den Sith Imperium. Es ist im Moment so, dass ich sämtliche Klassenquesten noch nicht so richtig kenne oder nur zur Hälfte kenne oder auch vielleicht nur drei Viertel. Und hoppala, ich bin abgemeldet worden wegen Inaktivität. Yay! Gut. Ich würde auf jeden Fall gerne, ich hätte Bock auf jeden Fall im Moment, sämtliche Klassenquests hier abzuschließen. Ich kenne ja nur eine von Anfang an, bis zum Ende. Und zwar vom imperialen Agenten. Die war auch ziemlich cool. Ich würde, wie gesagt, ganz gerne alle mal kennenlernen. Deswegen, ich hätte eigentlich Bock auf alle zu machen, alle restlichen sieben. Sogar eigentlich auch einen imperialen Agenten, aber wahrscheinlich wird das nicht so klappen. Weil das nimmt doch ziemlich viel Zeit in Anspruch, aber schauen wir mal. Ich würde jetzt einfach mal bei der Republik anfangen, und zwar als Jedi-Ritter. Da können wir, also es gibt, insgesamt gibt es 8 Klassen, 4 für jede Seite. Wobei sich die relativ ähnlich sind, also ziemlich ähnlich sind, also von vom Sith Imperium und von der Republik. Es gibt bei der Republik hier Jedi-Ritter, Jedi-Botschafter, Schmuggler und den Soldaten. Von Jedi-Ritter gibt es den Jedi-Hüter und den Jedi-Wächter, das ist auch mal so, wo man noch unterteilen kann. Dann beim Botschafter den Gelehrten und den Schatten, Schmuggler, den Revolverheld und den Schurken und Soldat, den Kommando und den Frontkämpfer. Wie gesagt, ich würde Jedi-Ritter spielen und wahrscheinlich auf, ich glaube, Wächter war es. Wenn wir jetzt hier oben hingehen, dann sehen wir, was für Ausrüstung wir kriegen. Bei den Hüter. Entschuldigung. Gibt es nur ein einfaches Lichtschwert und diesen, keine Ahnung mehr, wie es hieß. Beim Jedi-Wächter, genau selber eigentlich nochmal. Und 2 Lichtschwerter, Jedi-Gelehrter, ja, das hier. Und so weiter und so fort. Also nette Sachen. Fähigkeiten sehen wir jetzt halt die Wächterfähigkeiten und die Hüterfähigkeiten. Jedi-Hüter sind Leitsterne der Hoffnung und Gerechtigkeit in der ganzen Galaxis. Verteidigungshüter sind in schützenden Machttechniken geschult und bezwingen Feinde mit ihrer unerschütterlichen Willenskraft, wobei sie allen Widrigkeiten trotzen. Wachsamkeitshüter setzen auf dominante Offensivtechniken und stürzen sich mit einem Wirbel aus Lichtschwert und Machtangriffen in die Hitze des Gefechtes. Fokushüter manipulieren die Macht um sie herum, um Feinde durch eine enthaltene Bombardierung mit Macht- und Lichtschwertangriffen zu erschöpfen. Dann haben wir natürlich noch den Jedi-Wächter. Fokus und Berechnung zeichnen den Wächter aus, die Elite-Krieger des Jedi-Ordens. Kampfwächter sind Meister der Schwertkunst und überwältigen ihre Gegner mit präzisen Angriffen und geschickten Lichtschwerthieben. Wachmannwächter setzen auf kalkulierte Angriffe, die ihre Feinde mit der Zeit zerlegen, ihre Verteidigung schmelzen lassen und ihre Entschlossenheit schwächen, indem sie ihren Geist mit dem Fluss der Macht in Einklang bringen. Greifen Konzentrationshüter ihre Feinde mit Machtexplosionen und fokussierten Schlägen an, die im Nahkampf setzt selbst der stärksten Feind zermürben. Puh.
Was lese ich da heute für einen Scheiß? Die anderen lese ich jetzt gar nicht vor. Falls wir dazu irgendwann mal kommen sollten, ich weiß ja nicht, wie es läuft jetzt, wir machen erstmal einen, aber falls wir dazu kommen sollten, andere Dinger zu spielen, andere Klassen noch zu spielen, dann werde ich diese auch mal vorlesen. Erweiterte Klassen, na, das sehen wir es jetzt auch schon, der Jedi-Hüter. Der sitzt, der Hüter steht zwischen den guten Leuten der Republik und deren Feinden. Ein Bollwerk, das auch im Angesicht einer überwältigenden Übermacht niemals den Mut verliert. Disziplinen gibt es ja Verteidigung, das wäre ein Tank. Also das ist der Rolle Tank, kennt man ja beim MMO. Wachsamkeit kann der machen, das ist ein DD und auch Fokus, auch ein DD. Ausrüstung kriegt er ein Lichtschwert und ein Generator. Rüstung hat er schon eine schwere Rüstung an. Beherrschung, Hauptwert ist Beherrschung und Ressourcen ist Fokus. Dann gibt es den Jedi-Wächter. Kontrolle und Konzentration sind die Kennzeichen des Wächters. Durch jahrelanges Training erlernen Wächter die Kunst, zwei Lichtschwerter gleichzeitig zu führen und ein undurchdringliches Schadennetz zu spinnen, dem man nicht entrinnen kann. Der hat nur DDs, wie man sieht. Es gibt den Wachmann, den Kampf und die Konzentration. Ausrüstung, zwei Lichtschwerter, hat aber nur eine mittlere Rüstung an. Hauptwert ist die Beherrschung, wie hier drüben. Und Ressourcen ist die Fokus und Zentrierung. Finde ich schon mal ziemlich gut. Ach, was man zu Klassenquests sagen kann. Egal, ob ich jetzt halt Jedi Hüter oder Jedi Wächter nehme, die Klassenquests sind hier dieselben. Also, Klassenquests gibt, oder? Ja, doch. Genau. Klassenquests gibt es sozusagen für Jedi Ritter eine, für Jedi Botschafter eine, für Schmuggler eine und für Soldat eine. Und beim Sith Imperium genauso mit Kopfgeldjäger, mit Sith Inquisitor und so weiter und so fort. Ich habe gerade überlegen müssen, ob es nicht doch 8 gibt, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, für jeden gab es nur 4, oder? Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ins hier rein. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Ich habe recht gehabt. Für jeden gibt es nur eine. Okay. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas Falsches erzähle. Rein übersichtshalber gehen wir auch nochmal hier hin. Hier gibt es den Sith-Krieger, den Sith-Inquisitor, den Kopfgeldjäger und den imperialen Agenten. Der Kopfgeldjäger ist, glaube ich, so wie der Soldat im Dings. Der imperiale Agent eher wie der Schmuggler. Sith-Inquisitor wie der Botschafter und Sith-Krieger wie der... wie der der Jedi-Ritter. Gut, wie gesagt, wir wollen das hier nehmen. Ich würde, glaube ich, einen Wächter nehmen, weil zwei Lichtschwerter finde ich einfach immer klasse. Das hat mir schon immer gefallen, mit zwei Einhandwaffen zu kämpfen. Rolle im Kampf. Der Wächterrolle im Kampf. Wächter, die den Lehren der Generation von Jedi-Kampfmeistern folgen, sind zu einer unvergleichlichen Macht auf dem Schlachtfeld geworden, indem sie zwei Lichtschwerter mit außergewöhnlichen Präzision führen können. Können Wächter mit ihren unnachgiebigen Schlägen selbst die stärkste Verteidigung ausschalten, um jeden Feind in die Knie zu zwingen. Die Fähigkeit eines Wächters erlauben ihnen, eine ganze Gruppe von Feinden ebenso schnell auszuschalten wie ein einzelnes Ziel. Ein Hüter muss überall mit aufsässigen Feinden und gefährlichen Situationen rechnen, wobei er ganze Bandbreite seines Kampfgespürs unter Beweis stellt. Wenn sie ihre Verbündeten vor Blasterfeuer schützen, können Hüter ihre Macht einsetzen, um eingehende Angriffe abzuschwächen und ihren eigenen Schutz zu stärken. Nach einer unerschütterlichen Defensive können Hüter zu einer schlagkräftigen Offensive wechseln, die Feinde zermürbt und benommen macht. Dank ihres fokussierten Geistes und ihrer grenzenlosen Entschlossenheit stellen Hüter die wichtigste Frontverteidiger der Schlacht dar. Dann haben wir noch die Story. Oje. Das ist alles so klein geschrieben, das ist auch relativ viel. Na gut, lesen wir trotzdem mal. Tapfer, entschlossen, Hüterin des Friedens. Ist es eigentlich dasselbe? Ja, das ist dasselbe. Als Symbol der Hoffnung in dunklen Zeiten steht der Jedi-Ritter für das Vermächtnis des Jedi-Ordens, der seit mehr als 20.000 Jahren die Republik beschützt und den Frieden in der Galaxis wahrt. Obwohl Jedi-Ritter schon seit Generationen als Generäle, Guerillakämpfer und Krieger in die Schlacht sehen, wird ihre legendäre Tapferkeit in diesem Zeitalter auf die bisher härteste Probe gestellt.
Durch jahrelanges diszipliniertes Training und Meditation versucht der Jedi-Ritter, Körper und Geist in perfekte Harmonie zu bringen, indem er die Voraussicht der Macht mit unglaublichen Reflexen und körperlicher Präzision kombiniert, macht der Jedi-Ritter den Kampf zu einer Kunst, in der akrobatische Bewegungen anmutig mit eleganten Lichtschwerttechniken verschmelzen. Da der Jedi-Ritter seine Verbündeten ebenso inspiriert, wie er Feinde einschüchtert, ist seine Anwesenheit bei jeglichen Konflikten gerne gesehen. Die lange Tradition des Ordens als Kämpfer für Gerechtigkeit hat ihm das Vertrauen zahlreicher Freunde und den Hass vieler Feinde eingebracht. Doch nur wenige wagen es, einen erfahrenen Jedi-Ritter herauszufordern, außer sie verfügen selbst über die Fähigkeiten oder die Technologie, um die Chancen auszugleichen. Der Kampf gegen die dunkle Seite. Die dunklen Gegenspieler der Jedi haben im Krieg viele Siege erringen können, ihr Imperium erweitert und die Republik in die Defensive gedrängt. Seit dem Vertrag von Coruscant haben die Sith ihre militärische Macht gefestigt, auch als die Jedi sich auf dem Planeten Tython zurückzogen, was von vielen Politikern der Republik mit Argwohn betrachtet wurde. Doch der Krieg ist noch lange nicht vorbei und die Jedi-Ritter sind standhaft wie immer. Ihre Treue zur Republik und zur hellen Seite der Macht ist ungebrochen und sie ziehen tapfer und zielstrebig in jede Schlacht, um den Frieden und die Demokratie zu schützen und jene zu bekämpfen, die sich diesen Idealen entgegenstellen. Ganz egal, wie schlimm die Situation auch sein mag, ein Jedi-Ritter vertraut auf die Macht und behält einen kühlen Kopf. Wissen und Selbstbeherrschung sind notwendig, um weise Entscheidungen zu treffen, und emotionale und geistige Klarheit sind unabdingbar. Doch da er sich durch nichts ablenken lässt, kann der Jedi-Ritter sich stets auf seine Intuition verlassen. Ein rechtschaffender Geist führt zu rechtschaffenden Taten. Für viele ist der Jedi-Ritter der Hüter eines wertvollen Traums. Das Traums von Frieden, von Gerechtigkeit, von einer besseren Zukunft. Das Schicksal der Galaxis hängt von der Fähigkeit des Jedi-Ritters ab, diesen Traum aufrechtzuerhalten. So, das hatten wir. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir unsere Spezieswahl. Und ihr seht schon, ich habe nicht alle freigeschaltet. Der Chiss ist freigeschaltet. Den habe ich auch für... Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau gewesen ist. Ich habe... Normalerweise war es früher jedenfalls so, dass es ein paar Rassen gab, wie der Cyborg war, glaube ich, auch noch dabei. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wo auf jeden Fall nur der Republik zugeschrieben waren. Der Sith hier, die Spezies Sith, also es gibt auch einen Spezies Sith, dieser dunkle Sabrak, und der Ratataki, das waren auf jeden Fall Spezies, die nur von der Imperium-Seite gespielt werden konnten. Aber man konnte es freischalten. Und ich habe auf jeden Fall die Schiss freigeschaltet. Zum Beispiel, und ein paar kann man auch nur, wie die Chatar, muss man auch noch kaufen. Und dann kann man sie, glaube ich, auch von beiden Seiten spielen. Ja, jetzt ist die Frage, was spielen wir? Wir könnten einen Mensch spielen. Dieses hier geht leider nicht. Das ist leider gesperrt. Das müsste ich mir quasi kaufen, um es freizuschalten. Ein Twi'lek. Sabra könnten wir spielen. Ein Chiss. Ein Cyborg. Und das war's erstmal. Ich bin ein großer Chiss-Fan, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Kanon ist, wie es da weitergeht. Ich weiß, dass es die Chiss da mittlerweile auch gibt. Mit Thrawn. Aber auch hier bin ich eigentlich aus dem erweiterten Universum, das jetzt nicht mehr Kanon ist oder Legendary jetzt mittlerweile heißt, da finde ich die Chiss einfach klasse und ich, auch wenn sie eigentlich jetzt hier vom Imperium-Seite ist, wir spielen einfach quasi dann einen Überläufer. Und zwar spielen wir also einen Chiss. Wie gesagt, gefällt mir sehr gut, diese Rasse, und deswegen wollte ich sie auch gern spielen. Ich weiß nicht, ich liebe irgendwie blau heute gewesen. Egal. Wenn nicht weiblich, wie immer nehme ich mal weiblich. Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Das mach mal. So, dann können wir hier noch ein wenig unseren Charakter anpassen. Meine Lebensaufgabe ist es, anderen zu dienen. Aha. Ich hätte gesagt, das hier gefällt mir am besten. Ja. Ist ja schon gut. Ne, die hier gefällt mir am besten, die Statur. Dann den Kopf. Da gehen wir ein bisschen näher ran. Meine Lebensaufgabe ist es, anderen zu dienen. Ja, das wissen wir jetzt mittlerweile.
Tint machen wir auch mal runter. Kosmetik machen wir mal runter. Haare machen wir mal auf null. So. Jetzt können wir mal Kopf genau anschauen. Aha. Ja, schwierige Entscheidung. Wobei, die Hintenhaaren haben mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich werde alle Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Zwei gefällt mir ganz gut. Mit den leichten Grinsen drauf. Ich glaube, das Gesicht habe ich auch damals für meine imperiale Agentin genommen. Es dürften ja dieselben Gesichter sein. Nee, zwei gefällt mir, glaube ich, tatsächlich am besten. So, dann kommen wir mal zu Narben. Oh, musste gerade mal mich umschauen. Ich habe gerade eine Nachbarskatze noch zu Besuch. Und die hat sich ja gerade ein bisschen schlafen gelegt. Ich werde alle Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Da wollte ich gerade schauen, ob die jetzt gerade wieder rumgeistert. Die kommt uns öfters mal besuchen. Aber egal. Hat jetzt nichts hier zu tun damit. Narben. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich will gar keine Narben haben. Nein, ich will keine Narben haben. Das lassen wir mal weg. Tint. Oh, das sieht ja ziemlich cool aus. Und da haben auch ziemlich viele. Naja, aber viele gefallen mir auch ehrlich gesagt nicht so wirklich. Meine Lebensaufgabe ist es, anderen zu dienen. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, der letzte hier. Das sieht relativ ähnlich aus wie der Einser, nur mit quasi Sommersprossen und ein bisschen anderen Augenbrauen. Andererseits gefällt mir auch sowas hier ganz gut. Es ist ein Unterschied zwischen 1 und 3 jetzt. Irgendwie sehe ich keinen Unterschied. Ich glaube auch hier nehmen wir 2. Irgendwie sieht das anderen cool aus. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Kosmetik! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nö. Ein Jedi sollte immer seine Grenzen ausloten. Okay, 22 merke ich mir mal kurz. 22. Beziehungsweise, Moment, gehen wir nochmal auf 22, so. Nö, eigentlich. Möge die Macht mit uns allen sein. Nee, lass mal. Lass mal, gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Alles klar, dann die Haare. Ich werde alle Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Was haben wir denn da für Schöne? Meine Lebensaufgabe ist es, anderen zu dienen. Nee. Nee. Beziehungsweise... Ein Jedi sollte immer seine Grenzen ausloten. Doch, die hier gefällt mir ganz gut. Mit Nummer 12. Ich werde alle Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Meine Lebensaufgabe ist es, anderen zu dienen. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Die ist eigentlich auch nicht schlecht. Also 46 gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also entweder 46 hier. Möge die Macht mit uns allen sein. Gefällt mir ganz gut. Oder was habe ich gesagt? Ach, ich habe es alles vergessen. Ein Jedi sollte immer seine Grenzen ausloten. Ja, sie erinnert mich sehr an meine imperiale Agentin gerade. Möge die Macht da mit uns allen sein. Diese Frisur hier. Ja, das war glaube ich, die hier.
Ich werde alle Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, finde ich, diese Frisur. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Die gefällt mir. Also 21 gefällt mir ganz gut. Oh, was ist der Unterschied zwischen... Möge die Macht mit uns allen sein. Und es ist noch mit einer Strähne hier ins Gesicht. Okay. Hm. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Ach, genau, die war's. Nee, dann nehmen wir doch lieber... Also ich nehme jetzt entweder die hier wieder. Nein, nicht die. Die hier war's, glaube ich. Genau. Genau, also entweder anderen hier 21. Ist eine Ehre und eine Pflicht. Nee, ich glaube, das für sie passt tatsächlich 21 am besten. Möge die Macht so. Mit uns allen sein. Auch das ist fertig. Haarfarbe. Schwarz gefällt mir eigentlich schon ganz gut, wobei ich werde so eine alle bläuliche Farbe in der Galaxis ausmerzen. Passend zum Hautchip. Doch. Wir nehmen anderen das hier. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Und Hautfarbe? Entweder die letzte oder die hier. Aber da wir schon so rote Dings haben. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Finde ich, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Oder lieber ein bisschen blasser. Möge die Macht mit uns allen sein. Aber das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich würde so, ja, hingehen. Gut. Ich werde alle Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Ja, jedes Mal, wenn ich sie drehe, sagt sie irgendwas. So, gut. Wir haben jetzt schon 50 Minuten aufgenommen. Wir haben tatsächlich 50 Minuten in diesem Let's Play nur die Cinematics angeschaut. Ich habe ein bisschen erzählt und ich habe ein bisschen über die Klasse erzählt, also vorgelesen. Und wir haben die Charaktererstellung gemacht. Boah, und das in 50 Minuten. Also weit sind wir heute diesmal nicht gekommen, aber gut, was soll's. Ich würde sagen, dann beende ich mal die Folge, weil wenn ich jetzt auf Spielen drücke, das bringt's dann auch nicht wirklich, weil, ganz ehrlich gesagt, geht's dann erstmal richtig mit dem Spiel los, mit der, ja, wahrscheinlich erstmal Tutorial und so weiter. Und da würden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen damit verbringen, da weiterzumachen und dann gleich wieder aufzuhören. Das fände ich dann nach 5 Minuten oder nach 10, maximal 10 Minuten, das fände ich dann auch ein bisschen blöd. Dann haben wir jetzt unseren Charakter erstellt und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal wirklich, legen wir mal wirklich los mit dem Spiel. Dann kann ich wirklich mal sagen, ich bin gespannt, wie es ist. Gut, dann hoffe ich, dass ihr viel Spaß hattet bei den Cinematics, die wir in dieser Folge angeschaut haben. Und auch bei der Charakterauswahl und bei dem, wie ich es vorgelesen habe. Und dass ihr mit dabei bleibt und mit mir zusammen ein wenig so Star Wars The Old Republic anschaut, wie es im Moment läuft. Wie gesagt, meins ist jetzt, glaube ich, schon seit 2, 3, 4 Jahre her. Wann kam das Spiel raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall schon jahrelang. Mittlerweile ist es ja, dass ich es zuletzt gespielt habe. Ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt, was sich da ergibt. Gut, wie dem auch sei, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und hoffentlich sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Mich würde es freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also dann, tschüss.